Hallo zusammen, ich habe hier eine Minibar oder einen Hotelzimmer-Kühlschrank mit 25 Liter. Der ist relativ klein, reicht aber meistens für das, was man braucht im Hotelzimmer. Und das ist ein Absorber-Kühlsystem. Das heißt, dieses Kühlsystem ist absolut geräuschlos. Also kein Brummen vom Kompressor, kein irgendwas, kein Vibrieren, überhaupt nichts. Dieses Kühlsystem das ist jetzt nicht das gleiche, die ist von ein bisschen größer. Wir haben hier das Kochrohr drin, hier oben den Absorber komplett. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier drin eine Flüssigkeit, das ist ein Gemisch zwischen Ammoniak, Wasser, Wasserstoff und noch ein bisschen Chromat, das ist ein anderes Thema. Und das läuft hier unten, es wird gekocht. Dieses Gemisch steigt auf und wir treiben das Ammoniak aus und das Ammoniak geht dann hier runter ins Kühlsystem. Das Kühlsystem besteht innen nur aus diesem Rohr und hier verdampft das Ammoniak und wird rückabsorbiert in diesem Wärmetauscher und sammelt sich dann wieder unten. Das ist rein statisch, das hat keine beweglichen Teile, ist absolut verschleißfrei, außer es rostet, aber das hat man in der Regel heute im Griff. Vor 30 Jahren war das anders. Da sind diese Systeme auch mal durchgerostet und da hat es gewaltig gestunken nach Ammoniak. Aber das ist heute eigentlich kein Thema mehr. Ja, das System sitzt hier hinten drin. Es hat einen riesen Nachteil, wenn es schräg steht. Zum Beispiel so kann das Gemisch nicht mehr runterlaufen, durch das haben wir keine Kühlleistung mehr. Das ist ein Thema im Wohnmobil. Wenn das Wohnmobil schräg steht, dass der Absorberkühlschrank nicht mehr funktioniert, aber in einem Hotelzimmer, wo man direkt schläft, neben diesem Kühlschrank, ist das eigentlich kein Thema, dass das Hotelzimmer schräg steht oder sich bewegt. Eben dieser Kühlschrank, das Absorbersystem braucht aber mehr Strom für die gleiche Kühlleistung wie ein Kompressorkühlsystem. Was noch schlimmer sind, sind thermoelektrische Kühlsysteme. Die haben auch wieder teilweise bewegte Teile dran. Hier haben wir einen Stromverbrauch von 400 Kilowattstunden im Jahr. Das sind dann etwa 120 Franken Euro bei 30 Cent Stromverbrauch. Wenn der Strompreis noch mehr steigt, wird das noch höher sein. Also das heißt, der Stromverbrauch eines solchen lautlosen Kühlschranks ist relativ hoch. Bei gleicher Größe rechnen wir bei einem Kompressorgerät circa von 150 Kilowattstunden. Also das heißt, die Hälfte bis ein Drittel vom Stromverbrauch einer solchen Minibar, aber eben das Teil ist absolut geräuschlos. Diese Minibar jetzt hier, die HC25, die wird in China hergestellt, die wird teilweise unter europäischem Namen weiterverkauft. Wir beziehen die direkt aus China. Das ist der Preis bis 50 Stück, also wenn ihr mehr möchtet, fragt an wegen Preis. Wir haben die gleiche Minibar noch als Glastürenkühlschrank. Das ist der gleiche Kühlschrank oder Minibar mit Glastüre. Hier ist der Stromverbrauch aber nochmals 10% höher. Und meistens wird das ja hinter einer Tür eingebaut. Von dem her haben wir immer weniger Minibaren mit Glastüren verkauft. Und wir haben jetzt noch 2-3 Stück. Wir legen sie auch nicht mehr ans Lager. Und die könnt ihr noch bestellen für den Preis. Schreibt eine Mail. Kontaktdaten findet ihr unten drin.
von den Abmessungen her, die sind beide genau gleich. Wir haben eine Höhe von 460 mm und eine Breite von 350 mm und eine Tiefe von 400 mm. Und dieser Katalog hier, den findet ihr erstens auf der Homepage und zweitens im Videobeschrieb habe ich Hotelzimmer, Kühlschränke, Minibar als Katalog verlinkt. Da ist dieser Kühlschrank drin. Von den Preisen her, wir haben nicht aufgeschlagen, weil die Chinesen haben auch nicht aufgeschlagen. Nur was kommt, sind halt die höheren Transportkosten. Aber ihr könnt euch vorstellen, was so in einen 40-Fuß-Container reingeht. Wenn man das doch den Kühlschrank teilt, ist das nicht mehr so viel wie bei größeren Kühlschränken oder größeren Einheiten, die dann ins Gewicht schlagen. Es gibt hiervon noch größere Modelle. Wir haben ein ganzes Sortiment, das seht ihr hier drin. Hier oben stelle ich euch die HC30 vor. Die HC30 ist eine noch ein bisschen größere Minibar mit 30 Liter Inhalt und dann eine HC40 mit 40 Liter Inhalt. Wir haben noch eine 60 Liter Minibar. Das ist das Größte, was wir momentan in Europa verkaufen dürfen. Hier kommt wieder der Amtschimmel, der hat nämlich gesagt, Minibars oder Kühlschränke mit mehr als 60 Liter brauchen zu viel Strom und dürfen durch das nicht verkauft werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.